Wir machen heute einen Patch from scratch. Also wir beginnen wirklich mit einem Stück Stoff und verwandeln das dann in einen handelsüblichen Patch, den man aufbügeln kann. Patch from scratch, sagt der Kameramann. Ich bin dafür nicht cool genug. Ich bin Linda, für alle, die neu hier sind. Bei mir dreht sich alles um Basteln, selber machen, werkeln. Wenn euch sowas interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Okay, also mein... Ich habe diese Jeansjacke bestickt, hier hinten mit dem Schriftzug. Sieht man das? Das seht ihr in einem anderen Video, verlinke ich euch. Hier oder hier, wo ist es richtig? Ich weiß es hier, ne? Und ich hatte damals schon gesagt, ich mache noch ein paar Patches drauf und habe dann geguckt, was es so gibt und mich so ein bisschen online durchgeklickt und wieder Stunden vom Computer verbracht und dann finde ich immer, das eine passt nicht zum anderen und dann gefällt es mir doch nicht so gut und dann komme ich von Hunderten ins Tausende und dann habe ich gedacht, warum mache ich es nicht einfach selbst? Und zwar habe ich gedacht, wir machen einen richtig so handelsüblichen Patch, also oben die Stickerei drauf, dann die klassischen schwarzen Umrandungen und dann auch unten so eine Folie dran, mit der man es einfach aufbügeln kann. Man kann das natürlich auch ganz regulär machen und den Patch aufnähen oder mit Textilkleber aufbügeln. Ich habe aber zusätzlich so Bügelfolie bestellt, mit der man das direkt hinten so beschichten kann und das testen wir heute mal gemeinsam aus. Also ich habe so einen dünnen, stabilen Baumwollstoff einfach. Und daraus werde ich mir einfach ein kleines Stückchen ausschneiden, was ich besticken werde. Also wir beginnen eigentlich in einer fast normalen Stickarbeit. Garn suchen wir uns ein paar schöne Farben aus. Da finde ich auch bei diesen regulären Patches gibt es immer so, naja, Farbkastenfarben, sage ich immer. So rot, gelb, grün, blau. Ich habe hier natürlich auch so ein paar schöne pastellige Töne mit drin, die werden wir verwenden. Und genau, fangen wir mal damit an. Ich habe gedacht, ich mache einen Regenbogen. Das ist recht einfach anzuzeichnen, da braucht man gar keine Stickvorlage. Ich habe alles zum Material, was ich verwende, zu ersten Stickstichen und auch zum, wie man eine Vorlage auf Stoff überträgt, habe ich schon Videos gemacht. Die Playlist, die verlinke ich euch. Da könnt ihr euch das entsprechend raussuchen, falls ihr irgendwie ein besonders akkurates Bildchen übertragen möchtet oder gar kein Stickmaterial da habt, keinen Stickrahmen und so. Das ist ein Friction Pen, den stelle ich da auch vor, der lässt sich wegbügeln. Damit zeichne ich das jetzt einfach grob an und dann gehe ich ans Sticken. Das ist jetzt ein bisschen nur zur Orientierung, es ist ein bisschen krumm und schief, macht aber nichts. Also wir sticken jetzt einfach mit einem normalen Rückstich die Streifen entlang und gehen dann mit einem Plattstich drüber. Ich denke, das kriegt man gut genug hin. Und dann haben wir ja bei einem Patch noch den Vorteil, dass wir im Zweifelsfall im Nachhinein auch alle Konturen nochmal schwarz nachgehen können. Das gucken wir uns aber dann an, wie viel da genug ist und wie viel zu viel. Ich habe mir ja vier Farben ausgesucht, die nicht so ganz klassisch regenbogig sind. Ich glaube, ich beginne hiermit, mache das so. So, also in Pink. Und dann beginne ich mit meinem innersten Bogen. Gehe hier einmal mit einem Rückstich entlang und auch auf der anderen Seite zurück und dann gehe ich mit einem Plattstich drüber. Also ich habe meine Kultur hier vorgezeichnet und da gehe ich jetzt mit so Plattstichen einfach drüber, dass ich da einen schönen gleichmäßigen Regenbogenbogen hinkriege. Und ich sehe gerade, ich habe nur drei angezeichnet, ich glaube, ich mache vier. Also ich finde es einfacher, wenn man von außen beginnt, also wenn man praktisch von oben zwischen den Rundungen einsticht. Also das wäre vielleicht nochmal ein Tipp. Und ich mache die Wöckchen jetzt mit Knötchenstichen, weil ich glaube, das sieht ganz süß aus. Und gibt dem Ganzen natürlich auch noch ein bisschen mehr plastischen Effekt, als es einfach so flach zu sticken. Wow.
Steckerband jetzt ausgeschnitten und auf ein dünnes Filz geklebt, weil ich als Untergrund eine gleichmäßige Fläche haben möchte. Einfach, um das schön gleichmäßig auf die Jeansjacke dann noch aufbringen zu können. Beziehungsweise natürlich, um es schön so zu präparieren wie ein Patch, dass man es einfach so schön aufbügeln kann. Ich habe es jetzt mit Textilkleber fixiert. Man kann es wahrscheinlich auch einfach nur feststecken, denn ich gehe sowieso nochmal drum rum, einfach mit einer schwarzen Kante. Da wird es dann sowieso nochmal ordentlich aneinander fixiert. Und dann habe ich mir das hier besorgt. Peel and Stick, das ist direkt so für Patches, dass man da unten so eine sticky Oberfläche einfach bekommt, wie man halt so auch Patches hat. Und ich hatte das so verstanden, dass man das so aufbügelt und dann kann man so ein Ding abziehen und dann kann man es auf der anderen Seite auf die Jacke aufbügeln. Aber ich glaube, das ist praktisch auf beiden Seiten nur so zum, man zieht das Papier ab und klebt das drauf. Da bin ich ja gespannt, wie gut es hält. Also man soll es nur abziehen, wie ich das verstehe. Vorher waschen, dann abziehen, draufkleben und dann soll das dran bleiben. Na, da bin ich ja gespannt. Ich bügel das jetzt erstmal fest. Der Textilkleber muss noch fixiert werden durch Aufbügeln. Und dann testen wir das Peel and Stick. Ich habe es jetzt recht knapp abgeschnitten, dass ich es jetzt einmal mit Schwarz nochmal drum herum gehen kann. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich hinten diese Klebefläche drin haben will, ob ich das direkt mit einsticke oder ob ich es danach drauf klebe. Weil meine Befürchtung ist nämlich, die hier sind so beidseitig klebend. Das heißt, man zieht praktisch eine Seite jetzt ab. Also das ist hier so ein bisschen dickere Pappe. Ich nehme an, die zieht man ab. Und dann ist das hier wie auf so einer Klebefolie, wo man das dann so abfriemeln muss. Und da müsste man jetzt mit durchsticken, wenn man das mit drin haben will. Und ich glaube, da bleibt bestimmt die Nadel hängen und irgendwie klingt das nicht so ideal. Drum werde ich jetzt, glaube ich, erstmal drum sticken und das dann einfach wirklich am Ende unten drauf kleben. Also ich glaube, ich teste es jetzt an einem kleinen Stück. Ich schneide mir ein kleines Stückchen hier zu, mache das einfach mal auf Filz ohne Stickarbeit und gucke mal, ob die Nadel dran hängen bleibt, beziehungsweise wie gut das funktioniert und wie gut das auch danach mit dem Abfrimmeln wieder funktioniert. Also so rein zu Demonstrationszwecken jetzt, so ein bisschen gröber gestickt. Man kommt recht schwer durch, weil das natürlich an diesem Kleber hängt erstmal. Aber wenn man dann mal durch ist, die Nadel klebt auch schon. Und dann müsste man ja jetzt den Teil hier wieder abziehen. Das versuchen wir jetzt mal, um es auf die Jacke zu bekommen. Also der Test hat gezeigt, dass es nicht so ideal ist so, und es dann vor allem wieder abzukriegen. Wenn man keine Ecke hat, die man greifen kann, wie soll man das Ding dann jemals wieder abkriegen? Drum werde ich jetzt einfach drum rumstecken, den Patch so fertig machen und das dann am Ende in die Mitte draufkleben. Traditionelle Patches sind ja sowieso eher zum Aufnähen gedacht. Also ich glaube, das Ding kann ich nicht wirklich empfehlen. Ich habe mir das irgendwie super schön vorgestellt. Ich glaube, würde ich eher empfehlen, wenn man keine Lust hat zu nähen, das mit Textilkleber einfach zu machen. So, jetzt gehe ich hier nochmal einmal schön rum und sorge für die schöne klassische schwarze Kante. Der Anfang ist noch ein bisschen ungleichmäßig, aber es wird und es sieht echt ganz cool aus und eben so richtig wie so ein Patch. Ich arbeite mich jetzt mal so langsam wieder vor. Wenn ihr Lust habt, abonniert meinen Kanal, wenn euch solche Sachen wie so Patches sticken interessieren. Das machen wir auf jeden Fall bald mal wieder, überhaupt das Thema Sticken. Ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Also abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr zu dem Thema nichts mehr verpasst.
Das ist der fertige Patch. Ist super cool geworden, aber das mit dieser Folie habe ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Also ich habe das online anders verstanden. Mal gucken, wie das so funktioniert. Das werden wir auf jeden Fall testen. Abonniert unbedingt meinen Kanal, wenn ihr sehen möchtet, wie die Jeansjacke dann mit den Patches aussieht. Ich werde noch ein paar machen und dann gucken, dass das alles gut zueinander passt. Da machen wir auf jeden Fall ein Video dazu. Wenn ihr die Glocke aktiviert habt, werdet ihr darüber auch direkt informiert. Und ich verlinke euch hier noch zwei Videos. Einmal die Playlist zum Thema Sticken und das Video, wie wir die Jeansjacke hinten mit einem Schriftzug verziert haben.